Dieser Film ergänzt die Gebrauchsanweisung und führt zu besserem Verständnis. Der Film kann das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung nicht ersetzen. Er kann auch vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen nicht ersetzen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wiebke Schütz und ich bin Vertriebsingenieurin bei Dräger. Ich möchte Ihnen in 6 kurzen Videos heute die häufig gestellten Fragen unserer Kunden anhand der Demowand, die Sie hinter mir sehen, erklären. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Grundsätzlich bestehen Gaswarnanlagen, egal ob sie klein und kompakt oder groß und komplex sind, immer aus denselben Systemkomponenten. Wir haben immer einen Sensor, einen Transmitter, dann haben wir eine Auswerteeinheit und später eine nachgelagerte Aktion wie das Auslösen von Alarmmitteln. In der Regel sind auch heute die Systemkomponenten immer noch mit einem Kabel verbunden. Insgesamt können wir mit unserer Messtechnik mehr als 400 brennbare und toxische Gase sowie Sauerstoff in ganz unterschiedlichen Messbereichen detektieren. Die erste Systemkomponente unserer Gaswarnanlage ist der Sensor. Der Sensor ist deshalb besonders wichtig, weil er unsere Messgröße, das heißt die Gaskonzentration, in ein elektrisches Signal umwandelt. Je nachdem, um welches Messgas es sich handelt, setzen wir unterschiedliche Messprinzipien dazu ein. Grundsätzlich lässt sich aber über alle Messprinzipien sagen, dass wir die Eigenschaften der Gase nutzen, um diese dann in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Das elektrische Signal wird dann an die zweite Systemkomponente, den Transmitter, weitergeleitet. Der Transmitter wird dazu eingesetzt, dieses Signal weiter zu verarbeiten. Auch heute ist hier der industrielle Standard immer noch das 4 bis 20 mA Signal. Das bedeutet, 4 mA werden von dem Transmitter ausgegeben, wenn wir uns am Messbereichsbeginn befinden. Und 20 mA werden ausgegeben, wenn wir uns am Messbereichsendwert befinden. Zwischen diesen beiden Signalen wird ein Strom entsprechend der Gaskonzentration proportional ausgegeben. Unterhalb dieser 4 mA haben wir die Möglichkeit, Sondersignale wie zum Beispiel ein Wartungssignal oder ein Störungssignal zu senden. Um weitere Informationen, zum Beispiel über den Sensorzustand, weiterzugeben, können wir auf das analoge 4 bis 20 mA Signal auch ein digitales Hartsignal aufmodulieren. Ein weiterer Vorteil dieser Harttechnologie ist, dass wir auch aus der Ferne auf den Transmitter zugreifen können, was sich besonders für Wartungsarbeiten eignet. Neben dieser 4 bis 20 mA Hart-Variante haben wir auch noch weitere Arten in unserem Portfolio. Das können Bustransmitter sein oder auch Transmitter, die kabellos Daten übermitteln können. Es ist aber ganz egal, über welche Weise der Transmitter Daten ausgibt. Sie werden immer an eine Auswerteeinheit weitergeleitet. Die Auswerteeinheit nimmt diese Messdaten der unterschiedlichen Transmitter auf und kann dann später nachgelagert Aktionen auslösen, wie das Einschalten einer Lüftung oder das Auslösen von Alarmmitteln. Klassischerweise werden entweder für einzelne Transmitter oder ganze Transmittergruppen verschiedene Alarmschwellen hinterlegt. Das können zum Beispiel ein Vor- und ein Hauptalarm sein. Der Voralarm, zum Beispiel bei einem toxischen Gas, wird ab einer gewissen Konzentration ausgelöst und die Maßnahmen, die nachgelagert sind, sollen verhindern, dass die Konzentration weiter steigt. Lässt sich durch die Maßnahme das Steigen der Konzentration nicht verhindern, wird zu einem späteren Zeitpunkt der Hauptalarm ausgelöst. Das können dann weitere Maßnahmen wie ein Räumungsalarm oder auch die Alarmierung der Werkfeuerwehr sein. Aber auch hier ist es ganz individuell, so wie der Kunde das wünscht, hinterlegen wir die Alarmschwellen. Das kann ich gerne anhand unserer Demowand zeigen. Über meinen Laptop kann ich mich mit Hilfe unserer Software Polysoft auf die Anlage aufschalten. Das Ganze funktioniert, weil es sich bei unserem Polytron 8200 um einen hartfähigen Transmitter und unsere Auswerteeinheit Regat 7000 handelt. Ich schalte mich jetzt auf die Anlage und kann mit Hilfe der Software dem Transmitter einen Wert vorgeben, den dieser an die Auswerteeinheit sendet. Ich wähle hier einen Wert, der oberhalb der ersten Alarmschwelle liegt. Wenn ich jetzt den Wert sende, geht der Wert an die Auswerteeinheit raus und die Auswerteeinheit schaltet den Alarm. Wir sehen jetzt, dass die orangene Leuchte anspringt, weil der Voralarm aufgetreten ist. Das Ganze sehen wir jetzt auch auf unserem Touchpanel und diesen Voralarm kann ich ganz einfach über einen Touch auf das Panel quittieren. Das ist natürlich individuell einstellbar, ob der Kunde möchte, dass eine Quittierung so einfach möglich ist oder nicht.
Wenn ich jetzt den Wert wieder zurücknehme, sehen wir auch, dass das Alarmmittel wieder erlischt. Wir können weiterhin festhalten, dass Gaswarnsysteme immer modular aufgebaut sind. Das heißt, Sensor, Transmitter und Auswerteeinheit können immer individuell zusammengestellt werden. Das bietet uns den Vorteil, dass wir die Anlage auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden können und der Kunde seine individuelle Anlage von uns erhalten kann. Die Modularität bietet uns außerdem den Vorteil, dass wir im Nachhinein die Anlage erweitern oder anpassen können, wenn sich Anforderungen ändern oder zum Beispiel weitere Messstellen hinzugefügt werden sollen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Aufbau einer Gaswarnanlage verständlich erklären. Wenn Sie wissen möchten, wie ein Planungsprozess abläuft, dann schauen Sie sich gerne unser verlinktes Video an. Für weitere Informationen oder um mit uns in Kontakt zu treten, besuchen Sie gerne unsere Website.